Okay. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein. Was? Wie sie sich freuen. Tschüss. Was soll das denn jetzt? Okay. Was ist denn das hier? Naja, gut. Okay, Kanister. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Okay. Können wir den mitnehmen? Sehr gut. Okay, unser Klopfzettel ist weg. Naja, egal. So, was haben wir hier? Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verbergen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janos? Nicht jetzt, Mama. Okay, Mama ist auch da. Ach so, ich wollte ja mal, wir machen mal, würde ich sagen, die Musik ein bisschen leiser. Also ich finde sie gerade etwas laut. Also Musik mal ein bisschen leiser, so. Ich denke, das sollte so in Ordnung sein. So, Wo haben sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Ja, schon viel besser. Schon viel, viel besser. Okay, dann, Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ja, das, Haben wir irgendwas mit dem Planschbecken machen? Oh, guck mal, die spritzen sich gegenseitig nass. Hui! Aber warum ist denn der so kantig drauf dann? Ist doch ein Delfin! Oh, süß! Süß! Ich höre es schon. Süß! Okay, Delfine! Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Ah ja. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Ja, absolut. Ach so. Gerümpel. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ah ja. Okay, was ist denn hier sonst noch? Was? Achso. Mit hier können wir nicht reden. Hier haben wir einen Hebel. Komm, bedienen wir den mal. Ich weiß auch nicht, was der macht, aber ein Hebel muss immer gehebelt werden. Salana Iyung Ayeses. Was? Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Ja, Ach so, okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ne? Mal schauen, wo es da lang geht. Oh. Können wir hier lang? Was? Gulli? Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Okay, können wir da reingehen? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff.
Vielleicht jetzt? So auf irgendwas Bestimmtes achten? Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Müssen wir auf irgendwas Bestimmtes achten? Oder, weil... Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay, das Gerümpel hier können wir aber nicht nehmen, ne? Können wir hier lang, da lang. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich noch irgendetwas, um das Ganze hier ein bisschen aufzufrischen. Werden wir mal sehen. Wir schauen uns dann noch ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Gehen wir hier erst einmal raus. Und, ja. Dann, hallo Goon. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Wunderschön. So, dann gehen wir mal da rein. Da ist wahrscheinlich der Seher drin. Der Seher. Da muss ich direkt an Asterix und Obelix denken mit dem Seher. Ja. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay, diese hier. Übrigens, wo ist denn deine Glaskugel? Irgendwie passt das nicht. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ja, das war jetzt, naja. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Ah ja, oh, das wäre praktisch. Die Lottozahlen, das wäre schön. Obwohl, ob man... Ich sag immer, Geld haben an sich ist nicht schlimm. Nur wenn es zu viel ist, ist man auch nicht glücklicher. Ne? Es macht vielleicht kurzzeitig glücklich, aber dauerhaft auf gar keinen Fall. Naja. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Na los! Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Ach Menno. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Das ist sehr gut. Man weiß ja nie, ne, was so einem eilt. Und da sollte man vorab schon mal ein paar Dinge erledigen. Ist ganz okay. Hast du gut gemacht, mein Freund. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt.
Was sind denn das überhaupt für Dinger hier? Was ist denn das? Also, eine Lampe soll das anscheinend sein, aber... Ja, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Sieht ganz komisch aus. Hier... okay, diese Voodoo-Puppe mit dem Flock im Herzen. Naja. Ach nee, hier wird nicht geraucht, mein Freund. Hier wird nicht geraucht, ich hab's gesehen. Und was ist das denn hier? Eine Pepperoni? Ach man, hier gibt's so viel zu sehen. Das ist echt toll. Die Herzen hier oben, wunderschön. Naja. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Oh, Chiquita Banana. Na 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 na. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ja, das ist ja, entschuldigt, das war jetzt sehr kurz. Da wollte ich räuspern und dann war der Text zu Ende. Das war sehr gut. Das sind wahrscheinlich diese Bananen. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Ja, komm, nehmen wir sie mit. Komm schon. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Naja, können schon. Ist nur die Frage, wollen, ne? Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Ach komm. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Naja, aber dann ist das ja nicht wirklich Diebstahl, wenn er das ja schon weiß. Naja, jetzt haben wir ein paar Bananen. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Das war jetzt ein Tipp. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Alles klar. Das machen wir aber dann mal später. Das habe ich verstanden. Das ist wahrscheinlich für den, wo wir eben waren, mit dem, wo wir den Gullideckel aufgemacht haben hier. Denke ich jetzt zumindest. Naja. Dann gehen wir mal wieder raus und gehen nach oben. Und dann gehen wir wieder runter. So. Okay. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Brenne! Brenn! Okay, das war ein Gewitter, würde ich sagen. Ja. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Okay, dann, Gewitter! Das ist ein alter Kolonia-Duett-Witz, falls die überhaupt jemand kennt, hier aus dem Kölner Karneval. Urgesteine, Hans Süper und Hans Zimmermann. Aber ist jetzt auch egal. Kennt wahrscheinlich keinen Schmei, kenn nur ich. naja. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Okay, hier geht's nirgendwo weiter, oder was? Naja, gut, komm, dann gehen wir wieder zurück. Dann wollen wir dem netten Männlein... Obwohl, warte mal. Oder will der eine Banane? Komm, geben wir dem mal eine Banane. Geben wir dem Goon, ne, mal eine Banane. Eine Chiquita-Banana. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen.
Falsch? Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Eben, du bist so ein Anfänger, bist du. Okay, dann braucht man wahrscheinlich einen Schuh. Wofür auch immer. Naja. Ich hab keine Ahnung, warum. Da ist hier denn was drin? Nee, das, ne? Dieselöl ist alle. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Anna. Anna. Oh, Anna. Bertha, Bertha. Lass mich rein, lass mich raus. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft, aber wir probieren mal. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Was brauchen wir denn noch? Hier ist aber nichts, was wir... Ja, das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Vielleicht jetzt? Vielleicht muss da irgendwie... Ja, bestimmt, das ist lustig. Irgendwie, das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Ja, vielleicht muss er irgendwie bestimmt in eine bestimmte Richtung laufen. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ich frag mich sowieso, in welcher Realität man so durch die Gegend fliegt. Also wie, wenn ich auf einer Banane ausrutsche, dann geradeaus und nicht in einer Kurve oder so. Naja. Ist ja jetzt auch egal. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas. Irgendwas brauchen wir. Ist nur die Frage, was? Haben wir irgendwas übersehen? Vielleicht braucht irgendwas, haben wir irgendwas übersehen oder? Vielleicht kann der uns das sagen. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin. Ach so, das war's schon. Naja. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. gut, vielleicht ist hier ja noch irgendwas, was wir übersehen haben. Nee, aber ich glaube nicht. Sind wir alle am Pöffeln hier? Was soll denn das? Also, Leute, ich finde das nicht, in meinem Let's Plays wird nicht geraucht. Das gibt's nicht. Weder beim Gucken noch beim... Nee, alles Spaß. Raucht so viel ihr wollt. Das sind eure Lungen. Ist mir egal. Also an sich ist es mir nicht egal, aber ach, ihr wisst, was ich meine. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Ja, wunderschön. Ist hier irgendwas? Vielleicht. Wir gehen mal zum Kutter. Vielleicht ist da ja irgendwas. Keine Ahnung. Los! Ach so.